Hallo und schön, dass du zu diesem Kurzfilm eingeschaltet hast. Ich habe mir heute was Besonderes überlegt, denn ich habe noch unzählige Videos vom Eisvogel aus den letzten 12 Monaten übrig. Und diese Videos sind mit meiner alten Kamera entstanden. Wer meine neuen Videos kennt, der wird sehen, dass die Bildqualität in meinen neuen Videos besser ist als in den alten Videos. Und ich habe auch vor kurzem einen Kommentar bekommen, der gesagt hat, ja, ich werde es irgendwann bereuen, wenn ich mir nicht bald richtiges Kamera-Equipment kaufe. Und an dieser Stelle möchte ich eben ansetzen. Und der Kurzfilm heute, der geht vor allem an alle da draußen, die sich nicht das neueste Kamera-Equipment leisten können. Mich inklusive, denn es gibt Wichtigeres, als immer das neueste Equipment zu besitzen. Klar ist es schön, wenn man gestochen scharfe Aufnahmen hat. Und ich gönne es auch jedem Fotografen und jeder Fotografin da draußen, die sich das auch leisten können. Es gibt aber genug Leute wie du und ich da draußen, die sich's eben noch nicht leisten können. Und das ist auch nicht schlimm, denn ihr könnt trotzdem atemberaubende und unvergessliche Momente kreieren, auch wenn ihr nicht das beste Kamera-Equipment habt. Und das wollte ich jetzt am Anfang dieses Kurzfilms erzählen. Und jetzt springen wir mal rein in das Leben des Eisvogels. Ich hoffe, euch gefallen die Aufnahmen und ihr könnt das ein oder andere zu diesem wunderschönen Vogel noch lernen. Viel Spaß beim Video! Optisch erinnert der Eisvogel den ein oder anderen vielleicht an einen Tropenvogel, da er so bunt ist. Dieser orangene Bauch und das blaue Rückengefieder. Ja, es ist doch ein sehr schillernder und bunter und schöner Vogel. Und dennoch ist er super getarnt. Also dennoch ist es oft schwierig, wenn man an Gewässern entlangläuft, den Eisvogel wirklich zu sehen. Und es kommt sehr, sehr häufig vor, dass man ihn eher hört, als dass man ihn sieht. Denn dieser laute Pfiff, dieser laute Ruf, den der Eisvogel von sich gibt, der ist wirklich unverkennbar und einzigartig und daran erkennt man ihn wirklich schnell. Und wenn ich diesen Ruf des Eisvogels höre, dann geht bei mir immer der Puls schon ein bisschen nach oben, denn ich bin ein absoluter Fan dieses kleinen Vogels. Das ist mein Lieblingsvogel von unseren heimischen Vögeln hier und deswegen bin ich auch oft mit der Kamera draußen, um eben auf Eisvogelsuche zu gehen. Die Videosequenzen, die ich euch heute zeige, die sind tatsächlich im letzten Jahr, Ende letzten Jahres, im Herbst entstanden. Und das sind alles tolle Momente, die ich gerne mit euch teilen möchte. Was ich dazu sagen möchte und was Naturfotografie ausmacht, ist der respektvolle Umgang mit der Natur. In keinem der Videos habe ich einen Tarnanzug genutzt und keinen Tarnumhang, keine Tarnzelte. Also ich hatte tatsächlich das Glück, dass ich relativ nah an die Eisvögel rangekommen bin, weil ich ihr Revier ziemlich gut kennengelernt habe. Und dieses Kennenlernen des Reviers hat aber auch eine Weile gedauert. Ich habe beinahe ein Jahr fast jeden Tag 1 bis 2 Stunden in diesem Gebiet verbracht. Und natürlich mit Abstand und mit Respekt zur Natur. Denn ihr solltet, wenn ihr euch in der Natur aufhaltet, immer den respektvollen Umgang mit der Natur beachten. Das heißt, ich laufe nicht einfach über Wiesen drüber, bevor ich nicht vorher geguckt habe, ob ich überhaupt auf die Wiese darf. Denn in Naturschutzgebieten beispielsweise dürfen nicht einfach auf die Wiese. Weiteres Ding ist, ich bedränge das Tier nicht. Denn wie ich in einem anderen Video von einem anderen Naturfotografen mal gehört habe, sind wir schließlich zu Gast bei den Tieren. Und es ist doch schöner, die Tiere auf uns zukommen zu lassen. Wir bleiben ruhig und die Tiere kommen auf uns zu. Und diese Aussage fand ich super und das beschreibt das Ganze auch sehr, sehr gut. Das heißt, wenn ihr ruhig bleibt, wenn ihr euch wenig bewegt, wenn ihr wenig hektisch seid und die Tiere nicht bedrängt, bekommt ihr letztendlich auch schönere Fotos hin und schönere Aufnahmen, als wenn ihr auf die Tiere zugeht, die Tiere bedrängt und die Tiere damit sogar verjagt. Um den Eisvogel letztendlich zu finden, muss man sich mit seiner Ökologie, also mit seiner Lebensweise auseinandersetzen. Das gilt natürlich nicht nur für den Eisvogel, sondern für generell jede Art, die ihr beobachten wollt. Also macht euch vorher erstmal schlau, wo lebt die Art, was ist besonders an der Art. Beim Eisvogel ist es so, dass es ein Vogel der Gewässer ist. Also der Eisvogel ernährt sich überwiegend von kleinen Fischen und ist daher natürlich auf Gewässer angewiesen. Also sein Lebensraum ist entlang Flüssen, Bächen oder kleinen Seen. Und da kann man dann natürlich ansetzen. Da kann man dann schauen, okay, wo gibt es in meiner Nähe vielleicht Gebiete, die mir dem Eisvogel besonders gut gefallen könnten, weil er dort eben seine Nahrung findet. Neben der Nahrungssuche ist natürlich auch die Brut ein sehr zentraler Faktor im Leben der Vogelarten, eben auch im Leben des Eisvogels.
Zur Brut braucht der Eisvogel Steilwände, in die er Höhlen reingräbt. Und in diesen Höhlen brütet der Eisvogel dann letztendlich. Er legt sich also eine Brutröhre an und in dieser Brutröhre werden die Eier abgelegt. Und diese Bruthöhlen sind eben auch am Wasser, da, wenn die Jungvögel geschlüpft sind, diese natürlich enorm viel Nahrung brauchen. Also wer schon mal ein Vogelnest im Frühling beobachtet hat, der hat gesehen, wie viel Energieaufwand für die Elternvögel eigentlich dahinter steckt, um die Jungvögel versorgen zu können. Die Jungvögel brauchen enorm viel Nahrung, um in kurzer Zeit relativ schnell wachsen zu können. So ist es auch mit dem Eisvogel. Und die Eisvogeleltern müssen natürlich schnell an Nahrung kommen, weil sie auch das Nest nicht so lange alleine lassen können und alleine lassen wollen, weil man ja immer noch aufpassen muss, dass den Jungvögeln nichts passiert, hinsichtlich beispielsweise Prädation durch andere Arten. Und da kommt eben ganz gelegen, dass diese Bruthöhlen an Gewässern gelegen sind. Das heißt, die Eisvögel können direkt nach Nahrung suchen an diesen Gewässern und können direkt die Jungvögel versorgen. Der Eisvogel frisst neben den Fischen aber auch Kaulquappen. Das kann man im Sommer manchmal ganz gut beobachten, beziehungsweise im Frühling, wenn Frösche ihre Laich ablegen und sich daraus Kaulquappen entwickeln. Dann kann man mit etwas Glück auch die Eisvögel dort beobachten, denn diese fressen die Kaulquappen auch ganz gerne. Ja, diese Nisthöhlen an den Steilufern, von denen ich schon gesprochen habe, die werden ab frühestens Anfang März gelegt. Denn ganz wichtig ist es natürlich, dass die Gewässer nicht gefroren sind. Wenn ein Gewässer zufriert, dann kommt der Eisvogel nicht mehr an seine Nahrung. Und das war bei uns im letzten Winter so. Das heißt, ich konnte schon länger keine Eisvögel mehr beobachten in meinem, ich nenne es mal, Stammgebiet. Denn das Problem ist, dass letzten Winter, Anfang Januar, nochmal ein sehr starker Kälteeinbruch kam. Und da war für 2,5 Wochen bei uns die ganzen kleinen Seen zugefroren. Und die Eisvögel, wir hatten bis zu dem Zeitpunkt 5 Eisvögel da, sind leider abgezogen. Wir hatten deshalb 5 Eisvögel da, weil wir eben 2 Elternvögel hatten, die im letzten Jahr Nachwuchs bekommen haben. Und das war eben ganz schön. Ja, Anfang März legt das Weibchen 6 bis 7 Eier und nach circa 3 Wochen schlüpfen dann die Jungtiere. Nach dem Schlüpfen werden die Jungtiere noch etwa 3 bis 4 Wochen im Nest versorgt und verlassen dann das Nest. Und das ist schon ganz schön spannend. Und ja, ein großes Problem, das der Eisvogel aber in dieser Hinsicht natürlich aktuell hat, ist, dass es immer weniger Brutmöglichkeiten für diese Tiere gibt. Und ohne Brutmöglichkeiten gibt es natürlich keinen Nachwuchs. Und ohne Nachwuchs nimmt eine Population mit der Zeit natürlich ab. Das Problem ist, dass immer mehr Gewässer verbaut werden, immer mehr Ufer werden verbaut. Und das ist natürlich für den Eisvogel hinsichtlich dem Finden von Nisthöhlen sehr problematisch. Denn wenn keine Nisthöhlen da sind, wird auch nicht gebrütet. Es kann auch vorkommen, dass Eisvögel in den Tälern von umgefallenen Bäumen brüten. Das ist natürlich auch schon vorgekommen, ist aber in der Regel nicht die Hauptbrutmöglichkeit, die sie sich aussuchen würden. Nur auch die Eisvögel müssen eben durch die Verbauung und dadurch, dass es immer weniger natürliche Nistmöglichkeiten gibt, auf andere Nistplätze umgreifen. Aber was an dieser Stelle auch zu erwähnen ist, ist, dass es mittlerweile Organisationen gibt und auch Städte gibt, die künstliche Brutstätten für die Eisvögel anlegen. Und das ist natürlich auch was sehr Schönes. Neben den weniger werdenden Nistmöglichkeiten ist auch Gewässerverschmutzung ein großes Problem für diesen kleinen blauen Vogel. Denn Eisvögel sind Vögel der sauberen Gewässer. Sie sind quasi Anzeigearten für besonders gute und saubere Wasserqualität. Wenn diese Sauberkeit des Wassers durch beispielsweise Eintrag von Schadstoffen ins Wasser, also Gewässerverschmutzung, nicht mehr gegeben ist, dann kann es sein, dass der Eisvogel eben seinen natürlichen Lebensraum in diesem Gebiet verliert und auf ein anderes Gebiet ausweichen muss. Ja, und wo wir es von Bruthöhlen hatten, ist es auch so, dass ihr generell, wenn ihr eine Eisvogelbruthöhle in der Nähe habt oder wenn ihr eine entdeckt, dann könnt ihr euch besonders glücklich schätzen, aber ihr solltet immer genügend Abstand halten, gerade in der Brut sind Vogeleltern sehr anfällig für Störungen und es kann immer sein, wenn ihr sie zu sehr bedrängt, dass sie das Nest verlassen und ihre Brut aufgeben, weil sie eben, ja, wenn sie bedrängt sind, im schlimmsten Fall ihr Leben verlieren könnten. Und dadurch geben sie eben in großen Stresssituationen ihr Nest auf. Und eine Situation, die mir tatsächlich untergekommen ist, die ich über einen anderen befreundeten Fotografen erfahren habe, ist, dass im vergangenen Jahr, im Frühjahr,
auch eine Eisvogelbruthöhle bei uns in der Nähe war und ein Fotograf tatsächlich vorbeigekommen ist und einen Ast in die Eisvogelbrutröhre gesteckt hat. Und die Elternvögel sind dadurch natürlich panisch geworden und sind auf diesem Ast gelandet, weil sie versucht haben, in die Brutröhre zu kommen. Für den Fotografen war das seiner Meinung nach gut, denn er konnte den Eisvogel fotografieren. Und ich glaube, ich brauche zu dieser Situation meine Meinung gar nicht mehr wirklich dazu sagen, denn ich finde es einfach sehr unverschämt und schockierend, wie man diese Bilder sich überhaupt noch mit einem guten Gewissen anschauen kann. Denn man hat hier in dieses Brutgestehen dieser Vögel eingegriffen und im schlimmsten Falle sogar die Brut gestört bzw. den Nachwuchs getötet. Und sowas mit seinem Gewissen zu vereinbaren, finde ich, geht gar nicht. Also es gibt sehr, sehr viele Naturfotografen da draußen, die mit großem Bewusstsein durch die Natur gehen. Aber es gibt eben auch immer diese schwarzen Schafe. Und genau an die richten sich auch diese Worte, denn denkt mal drüber nach. Wenn ihr bewusst mit der Natur umgeht, habt ihr doch nachhaltiger und länger und schönere Momente, die ihr mit der Natur erleben könnt, als wenn ihr jetzt beispielsweise eine Eisvogelbrut zerstört. Und die authentischsten Momente sind doch immer noch die Momente, die man ja mit viel Glück und Geduld dann letztendlich entdecken kann. Und wie ich es am Anfang des Videos schon gesagt habe, bis ich zu den richtigen Eisvogelaufnahmen kam, hat das wirklich lange gedauert. Ich habe mal ein anderes Video hochgeladen, mein langer Weg zum Eisvogel. Und ja, da könnt ihr mal reinschauen, wenn ihr Lust habt. Und da zeige ich euch auch ein bisschen so meinen ersten Eisvogel. Den habe ich vor 3 Jahren gesehen, von ganz weit weg. Und letztendlich hat es dann 3 Jahre gedauert, bis solche Aufnahmen, wie ihr sie hier sehen könnt, rausgekommen sind. Also es kostet sehr, sehr viel Geduld, Glück und Zeit. Und ja, manche Leute haben direkt Glück, andere Leute haben vielleicht seit 10 Jahren im übertriebenen Sinne kein Glück damit. Aber das möchte ich euch eben auch mit auf den Weg geben. Also Naturfotografie ist auch ein enormes Geduldsspiel. Und wenn man diese Aufnahmen sieht, die man hier auf YouTube in Kurzfilmen präsentiert bekommt, dann denkt man immer, wow, wie toll. Aber natürlich sind die toll und ich gönne es auch jedem, diese Aufnahmen zu machen. Also ich bin auch, es gibt so viele tolle Naturfotografinnen und Fotografen da draußen, von denen ich mir wirklich gern die Videos anschaue. Aber man muss auch immer schauen, okay, was ist hinter den Kulissen passiert? Wie lange dauert es eigentlich, solche Aufnahmen zu bekommen? Wie lange sitzt die Person daran, das Video zu schneiden? Und das sind eben so Dinge, die man sich auch mal bewusst werden lassen muss. Also spielt euch nicht klein, seid nicht traurig, wenn es bei euch nicht klappt. Und gebt auf keinen Fall die Hoffnung auf. Gebt nicht auf, nach draußen zu gehen mit der Kamera und vergleicht euch nicht mit anderen, denn auch das, was ihr macht, ist einfach perfekt. Das, was ihr macht, ist toll. Und jeder, der rausgeht und die Natur bewusst wahrnimmt, ist einfach auch ein Geschenk für die Natur. Und das ist eben das, was zählt. Ich hatte ja schon gesagt, dass der Eisvogel Fische jagt. Und wenn ihr genau hinschaut, wenn ihr mal einen Eisvogel tatsächlich beim Fischen beobachtet, dann könnt ihr tatsächlich sagen, ob der Eisvogel den Fisch selber frisst oder ob er ihn weitergibt. Weitergeben kann zum einen sein, dass er seinen Nachwuchs füttert. Es kann aber auch sein, dass der Eisvogel ein sogenanntes Hochzeitsgeschenk an ein Weibchen übergibt. Und diese Situation habe ich tatsächlich auch mal beobachten können. Das war mit meine schönste Beobachtung vom Eisvogel. Und da weiß ich auch noch, ich stand am Ufer und habe gezittert vor Freude und vor Adrenalin, weil ich es gar nicht fassen konnte, was da passiert war. Ich war an einem Ufer, ich war Fahrradfahren abends, in der Abenddämmerung, das war letztes Jahr im Frühjahr, es müsste März gewesen sein. Und da war es tatsächlich so, dass ich am Ufer entlang gefahren bin und dachte, ich laufe mal, da war so ein kleiner Weg zum Fluss direkt hin, ich laufe mal runter zum Fluss und schaue mal, ob ich was entdecken kann. Und ich stand gerade mit meiner Kamera im Anschlag da und auf einmal höre ich den Eisvogel. Und zwar 2 Eisvögel. Ich dachte erst, ich höre nur einen und dann habe ich noch ein Trillern gehört. Und dann habe ich tatsächlich 2 Eisvögel gesehen, die auf einem Ast fast direkt vor mir gelandet sind. Und ich war zum Glück hinter einem Baum versteckt, also die Eisvögel haben mich nicht bemerkt. Und dann konnte ich beobachten, wie das Männchen einen Fisch im Schnabel hatte und immer näher ans Weibchen rangekommen ist, um dem Weibchen seinen Fisch zu geben. Und das Weibchen hat tatsächlich den Fisch angenommen und das Männchen konnte man dann in einer, ich würde es mal vermenschlicht, stolzen Position bzw. Schnabel nach oben gereckt zeigen. Dieses Video werde ich euch vielleicht die Tage auch mal als Kurzvideo hochladen. Ja, und dann ist das Männchen weggeflogen und ich war einfach von dieser Situation total baff und total glücklich.
So, aber jetzt zum eigentlichen Thema zurück. Wenn ihr den Fisch im Schnabel seht, könnt ihr von der Position des Fischs sehen, ob der Eisvogel den Fisch weitergibt oder ihn selber frisst. Wenn der Eisvogel den Fisch mit dem Kopf nach vorne, also vorne heißt raus aus seinem Schnabel, also wenn ihr ihn anschaut, seht ihr den Kopf des Fisches, dann frisst der Eisvogel den Fisch nicht selber, sondern gibt ihn eben weiter. Wenn der Kopf nicht zu sehen ist, also wenn ihr nur die Schwanzflossen vom Fisch seht, weil der Kopf schon im Rachen des Eisvogels ist, dann frisst er ihn selber. Und das hat was mit der Grätenstellung von den Fischen zu tun. Damit sich der Eisvogel nicht verletzt, muss er den Fisch eben so fressen, dass die Gräten ihn nicht verletzen können. Muss ihn also mit dem Kopf zuerst runterschlucken. Eben auch ganz interessant. Also wenn man mal die Möglichkeit hat, den Eisvogel beim Fischen zu beobachten und anschließend zu sehen, was er macht, ist das schon ganz spannend. Ja, und um diese Fische letztendlich zu betäuben, damit die Fische nicht zu sehr wackeln, ist es oft so, dass die Eisvögel die Fische gegen einen Gegenstand schlagen. Sei es ein Ast, auf dem sie sitzen, sei es ein Stück Holz, sei es ein Stein am Ufer, konnte ich alles schon beobachten und ist wirklich spannend anzuschauen. Den Eisvogel zu beobachten ist schon wirklich was Tolles, denn man kann ihn auch manchmal im Rüttelflug, das, was wir von Turmfalken oft beobachten können, genau das können wir auch bei Eisvögeln manchmal beobachten, diesen klassischen Rüttelflug, und das ist natürlich auch toll. Ja, ich habe am Anfang des Videos erzählt, dass ich nicht mehr so viel Glück aktuell mit den Eisvögeln bei uns habe, da die Population leider sehr stark eingebrochen ist. Und das passiert oft in harten Wintern. In einem sehr kalten Winter kann es passieren, dass bis zu 90% einer Eisvogelpopulation zusammenbrechen. Und ja, jetzt fragt man sich natürlich, okay, wenn so viele Vögel auf einmal sterben, wie schaffen es Eisvögel trotzdem, ihre Population zu erhalten? Ich hatte euch gesagt, dass ein Eisvogelweibchen circa 6 bis 7 Eier in einer Brut legt, im Durchschnitt. Und Eisvögel brüten 2 bis 3 Mal pro Jahr. Das heißt, wenn ein Eisvogelweibchen 6 Eier legt und sie 3 Mal pro Jahr brütet, sind das 18 Jungvögel. Und das ist schon eine beachtliche Summe, denn einige unserer heimischen Vogelarten brüten tatsächlich nur 1 Mal pro Jahr. Ja, um letztendlich sich so gut fortpflanzen zu können, braucht der Eisvogel natürlich ein gutes Habitat. Also ein Habitat, in dem es genug Nahrung gibt, Nistmöglichkeiten und auch wenig Konkurrenz mit anderen Eisvögeln. Was wir beim Eisvogel auch haben, was die Bestimmung von Männchen und Weibchen relativ einfach macht, ist ein sogenannter Sexualdimorphismus, also ein Unterschied zwischen männlichem und weiblichem Geschlecht beim Eisvogel. Das Weibchen könnt ihr ganz einfach an der Schnabelunterseite erkennen, denn beim Weibchen ist die Schnabelunterseite orange gefärbt. Beim Männchen hingegen, so wie wir es hier sehen, ist der Schnabel komplett schwarz. So könnt ihr Männchen und Weibchen leicht unterscheiden. Und auch die jungen Eisvögel könnt ihr leicht von den adulten Eisvögeln unterscheiden. Denn die jungen Eisvögel haben eine helle, beinahe weiße Schnabelspitze und einen kürzeren Schnabel als die adulten Vögel. Und während die adulten Eisvögel, also die Erwachsenen, orangene Füße haben, haben die kleinen Eisvögel bräunlich-schwarze Füße. Also darauf könnt ihr mal achten, wenn ihr rausgeht, um die Eisvögel zu beobachten. Denkt immer, dass man besonders weit weggehen muss, um Eisvögel zu sehen. Es kann tatsächlich aber auch passieren, wenn ihr beispielsweise einen kleinen Teich im Garten habt, dass der Eisvogel bei euch zu Besuch kommt. Natürlich je nachdem, wo ihr wohnt, also ob ihr in Gewässernähe wohnt oder nicht. Und mir ist es letztes Jahr passiert, dass ich unten war, bei uns in der Wohnung, und auf einmal den Ruf von einem Eisvogel gehört habe und mir dann gedacht habe, das bilde ich mir ein, das kann nicht sein, weil wir wohnen jetzt nicht so nah in Gewässernähe. Ich würde mal sagen, man läuft so 1 Kilometer, bis man am nächsten Gewässer ist. 1 Kilometer bis 2 Kilometer. Ja, und letztendlich habe ich mich dann gewundert, musste aber nach draußen gehen, kurz in den Garten und zu meinem Auto. Und auf dem Weg zu meinem Auto habe ich diesen Eisvogelruf gehört und in der Sekunde fliegt der Eisvogel an mir vorbei. Das war letzten Winter und da gibt es eine Erklärung für, denn im Winter, wenn die Seen zufrieren, suchen die Eisvögel auch an kleinen Gartenteichen nach Nahrung. Und es kann sogar passieren, in ganz, ganz seltenen Fällen, dass der Eisvogel an die Vogelfutterstelle im Garten kommt, wenn er wirklich keine andere Nahrung mehr zur Verfügung hat. Und das war ein total magischer Moment auch und ein total verblüffender Moment. Also ich war in der Situation wirklich perplex, weil ich niemals bei uns hier mit einem Eisvogel gerechnet hätte. Ja, aber manchmal kommt es eben anders, als man es plant bzw. als man es erwarten würde.
Zum Abschluss des Videos möchte ich euch noch mit an die Hand geben, dass ihr euch niemals entmutigen lassen sollt. Glaubt an eure Träume und geht nach draußen, genießt die Natur, denn selbst wenn ihr rausgeht mit dem Plan, okay, heute möchte ich einen Eisvogel fotografieren, kann ich euch garantieren, selbst wenn es nicht klappt, werdet ihr tolle Momente in der Natur erleben. Und es gibt Tage, an denen man rausgeht und vielleicht kaum was fotografieren kann oder gar kein Foto dabei ist. Und an anderen Tagen wiederum hat man so viele tolle Fotos, dass man sich gar nicht mehr entscheiden kann. Genießt die Momente, genießt alles, was ihr draußen sehen könnt, denn unsere Natur ist wirklich atemberaubend und einzigartig. Und solange unsere Umwelt noch so um uns rum ist, wie wir sie gerade haben, müssen wir diese Momente einfach genießen. Ich bedanke mich auf jeden Fall, dass ihr zu diesem heute mal etwas längeren Kurzfilm eingeschaltet habt. Ich hoffe, euch haben die Bilder gefallen. Ich hoffe, ich konnte euch das eine oder andere mit auf den Weg geben mit diesem kleinen Film. Und würde mich natürlich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Und bis dahin hoffe ich, ihr könnt die Natur auf eure Art und Weise genießen und wünsche euch ganz viel Freude und Spaß dabei.